Wir sind gestern hier angekommen, wir sind auf unserem Trip hier along the Garden Route, den wir jetzt hier machen. Und genau, das ist unsere Bude, wo wir hier heute genächtigt haben. Genau, da hier unten habe ich gepennt. Und da oben, da war das andere Bett. Und hier ja die Küche, da hinten das Bad. Also eigentlich eine gute Sache. Genau, und jetzt hier draußen der Pool. Wir haben leider noch keinen Dip genommen. Nee, ist noch ein bisschen frisch. Aber es ist ein super Wetter, Sonne scheint. Heute fahren wir weiter bis nach Port Elizabeth, da haben wir auch wieder eine Unterkunft und dann geht es morgen dann in den Elefantenpark, da fahren ein paar Tiere zu sehen. Und ja, gestern war eine sehr, sehr schöne Szene, ein sehr schön szenischer, weiß nicht, Drive and Part, war einfach eine super Sache, können wir euch nochmal, also habt ihr wahrscheinlich ja dann im vorherigen Vlog gesehen oder in den Aufnahmen davor, das war echt atemberaubend, sah aus teilweise wie in den USA, so wie in den Nationalparks, also dass man da überall die Berge hatte und dann, weiß ich nicht, die verschiedenen Felsformationen und Steilen und alles. Das war echt super. Genau. Heute geht's weiter. Mal sehen, was wir heute so sehen. Und ja, haben jetzt erstmal eine Woche frei. Recess Week ist das hier. Letzte Woche hatten wir den Test geschrieben. Und genau, da werden wir jetzt mal die Zeit ein bisschen genießen. Und Marceline ist letzte Woche hier gebührend. Ja, eine schöne Zeit machen sozusagen. Genau, und da werden wir euch noch ein bisschen mitnehmen. Diesmal aber nicht so viele einzelne Videos, sondern weil wir haben jetzt noch so viel Zeug, was wir noch schneiden mussten. Und ja, da werden wir einfach mal hier ein paar kleine Cuts machen und genau. Genau, vielleicht hauen wir euch auch nochmal ein paar Aufnahmen aus dem West Coast Nationalpark rein, da waren wir vorgestern. Da haben wir jetzt nicht super viel gefilmt, da seht ihr vielleicht auch nochmal ein paar Aufnahmen. Genau, und da hinten steht noch unsere Karre, das Ding dort hier, ein Toyota irgendwas. Ja. Ist ein gutes Auto, passt alles rein. Und gestern beim Fahren, also ich sag's euch, die Straßen hier, alles Landstraße, aber überholen ist immer ein bisschen so eine, ja, so ein, schon ein Erlebnis, sag ich mal so, weil das Auto ist jetzt nicht das schnellste im Beschleunigen und manchmal, wenn da so ein fetter Laster ist, dann ist da ein bisschen schwer vorbeizukommen, also es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, aber ja. Der Pepper hat das gut gemacht. Das läuft ja. We'll be right back.
angekommen. Jeffreys Bay am Meer. Wir sind jetzt schon 2,5 Stunden gefahren ungefähr. Wir haben noch eine Stunde vor uns bis Port Elizabeth, was da noch drüben liegt. Und wir haben jetzt gerade hier gut was gesnackt. Ein paar Trauben, andere Früchte. Und genau, jetzt sind wir hier am Strand. Genießen das Wetter. Und genau, jetzt gucken wir mal, was uns der Tag noch so bringt. Genau, und dann sehen wir euch später nochmal. Zebras gesehen und andere Vögel und irgendwelche kleinen wieselartigen Tiere. Und genau, jetzt fahren wir hier mal eine Runde rum und gucken und hoffen, dass wir jetzt noch Elefanten sehen und vor allem Löwen. Und genau, dann werden wir euch hier mal auf dem Laufenden halten und mitnehmen. Wie ihr seht, wir rollen hier durch die Savanne. Eintritt für uns als Temporary Residence war wieder nur 5 Euro, Salin musste leider wieder das Vierfache zahlen. Ja, aber genau, da werden wir jetzt hier noch ein bisschen lang cruisen und dann werden wir mal gucken, was wir hier so sehen. Freunde, wir haben den ersten Elefanten entdeckt hier. Da ist der Freund. Und hier oben stehen noch ein paar Zebras. Freunde, wir haben hier eine ganze Herde an Elefanten gespottet. Das sind unzählig viele. Es kommen gleich noch nähere Einblicke. Wir haben hier ganz nah Babymelefanten und zwei weitere. Die Freunde überqueren gerade die Straße. Wir sind gerade einfach hier am Auto direkt lang gelaufen. Crazy Sache gewesen. So Freunde, da hinten könnt ihr jetzt die ganze Herde bewundern. Das sind echt so verdammt viele. Kann man gar nicht zählen. Dahinter sind auch noch welche. Einfach beeindruckend. Sehr beeindruckend. Sie sind noch gerade vor uns hier lang gelaufen. Und richtige Prügel. Die waren echt, der eine, der war richtig groß, der ist einfach direkt am Auto vorbeigelaufen. Richtig krass gewesen. Genießt es einfach. Laufen die ganze Zeit irgendwo Elefanten durch. Hier haben wir wieder welche gespottet. Die laufen hier alle ganz brav in der Reihe lang.
snackt ihr was? Das ist ein Oschi, Freunde. Direkt wieder am Auto vorbeigelaufen hier. So, Freunde, das ist unsere Unterkunft in Port Elizabeth. Hier ist unser Auto schön untergekommen. Da hinten seht ihr den Pep. Ich kann hier nochmal kurz rumschwenken. Da hinten kann man schon das Meer erkennen. Und jetzt geht es hier nochmal rein in die Unterkunft. Ich zeige euch nochmal schnell hier ein bisschen, wie es hier so aussieht. Kommt da rein. Unsere Hütte. Hier ist das erste Gäste-WC. So rechts, nicht links. Weiter rein. Hier ist die Küche. Super ausgestattet. Das Wichtigste ist hier so eine schöne Kaffeemaschine hat man hier. War dabei mit Kaffee. Ein guter Gasherd, ein riesen Ofen. Einen super Kühlschrank mit kaltem Wasserspender. Mikrowelle, super ausgestattet. Alles die ganzen super Sachen. Hier großzügig ausgerichteter Wohnbereich mit einem großen Esstisch. Einer Schale in der Mitte und einem Gemälde, das Ambiente nochmal anders wirken lässt. Alles mit indirekter Beleuchtung ausgestattet. Da vorne sehen Sie den Blick in einen wunderschönen grünen Garten mit Palmen. So, das zeigen wir euch hier auch nochmal genauer. Hier haben wir dann auch noch so einen schönen Heater. Wenn es mal kalt wird. Bedscreen, zwei gemütliche Couchen. Ein riesen Cube in der Mitte zum Ablegen von Gegenständen. Ein Board unter dem Fernseher. Einfach runde Sache. Man muss dazu sagen, das gibt hier Abzüge, weil es gab kein DStv bei dem Fernseher. Das war nämlich in Cape Town hatten wir das. Da konnte man schön Premier League oder hier La Liga oder so schauen. Jetzt kommen wir hoch. Mal links nochmal ein wunderschönes Gemälde von einem hoch.
Jetzt gehen wir weiter, die Empore hinauf, alles mit Glas gesichert. Jetzt geht es hier hoch. Jetzt haben wir hier erstmal zur Rechten das Gesundheit. Eine kleine Zimmer, hier habe ich drin gewohnt. Hier ist das Bad, super ausgestattet. Und genau, hier nochmal ein Zimmer mit Fernseher. Hier könnt ihr rausgucken, hier ist die Garage. Da hinten Port Elizabeth. Super Wetter. Genau. Und jetzt geht es nochmal weiter hier. Die nächsten Gemächer. Hier ist der Master Bedroom. Nochmal ein größeres Bett. Balkon mit Ausblick. Hier ist ein fancy Spiegel noch. Auch wieder riesen Staumöglichkeiten und hier hinten dann nochmal ein Bad mit Dusche. Also alles in allem eine sehr, sehr schöne Wohnung. Und 20 pro Person pro Nacht kann man sich da eher weniger beklagen. Hier nochmal der Ausblick zur anderen Seite raus. Da ist da quasi nochmal der Garten. Genau. Ja. Und ja, jetzt fahren wir weiter nach Neisner. Machen nochmal einen Stopp im Tsitsikama Nationalpark, werden dann ein bisschen wandern. Und genau, dann hoffen wir mal, dass wir da irgendwie noch ein paar schöne Landschaften auf der Fahrt sehen. Bis später. Adios.